Das ist eine echt sehr, sehr schöne Map. Ich habe nur leider noch keinen Überblick, wo das Wasser herkommt. Also wo die Ursprungsquelle ist. Es sieht aber aus, als würde es von hier kommen. Ich habe meine Kolonie verloren. Helfen Sie mir. Meanwhile. Wo links? Ich bin links. Ah, hier. Wir haben uns jetzt die Karte angeschaut. Wir wissen jetzt, wie die Karte aussieht. Ich glaube, wir bauen hier oben unser Zuhause. Also hier. Weil hier kommt von sich aus eh kein Wasser hin. Das heißt, es bietet sich gut an, hier einfach das Zuhause zu bauen und das einfach alles abzuholzen. Einfach, also erstmal als markierbarer Fellbereich markieren. Aber das einfach zubauen. Die arbeiten nur, die haben keinen Spaß. Also ich will die Art von anderen zu leben nicht anzweifeln. Aber ich zweifle die Art zu leben von anderen an. Das ist mir schon sehr suspekt. Mit diesem leicht rosa Tank da. Baby basteln ohne Spaß, warum macht man das? Warum sollte man Kinder bekommen, wenn man dafür nicht f***en kann? Und wir haben halt auch keine Wasserbewegung hier. Das ist halt non-existent. Ergo, wir kriegen hier auch extrem schwer. Oh, später gibt es Motoren. Das ist geil. Mehr Tanks, mehr Biber, mehr Laufräder. Das ist auch bei mehr Bibern halt nicht zwangsweise effizient, ne? Und der eine hat ja auch noch Durst. Einfach, ja, einfach. Einfach ist das richtige Wort dafür auf jeden Fall. Wir haben einfach auch nicht genügend Wasser für nix gerade noch. Die sollten wir auch priorisieren. Ja, ein Wassertank hier an der Stelle. Ich kann die Felder noch nicht bauen. Dafür brauche ich erst noch Forschung. Ich muss erst Dinge erforschen dafür. Ach, Blödsinn. Karotten könnte ich sogar schon. Schau dir mal den kleinen Biber im Tank an. Du meinst das Nugget? Das Nugget in der rosa Soße? Ich sehe da nicht wirklich einen Biber, ich sehe ein Nugget. Es gibt auch aquatisches Bauernhaus jetzt. Du kannst jetzt auch im Wasser bauen. Das ist auch sehr cool und sehr effizient. Und hat mir ziemlich hart den Arsch gerettet beim anderen Spielstand, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Ich hatte einfach viel zu viele Babys, weil die dort halt aus Liebe gemacht werden und nicht in Tonnen gezüchtet werden. Stellte sich heraus, glückliche Biber, die ihre Babys nicht in Tonnen ranzüchten, bekommen sehr schnell, sehr effizient sehr viele Babys. Wer hätte das gedacht? So, wir wollen auf jeden Fall hier diese Karotten. Die Karotten wollen wir boosten. Die werden wir nämlich echt, echt dringend brauchen. Ich merke schon, dass das mit dem Essen gerade schon in eine Richtung geht, die mir nicht mehr gefällt. Wasser wird langsam besser, Food nicht. Da müssen wir jetzt ein bisschen anzahlen, dass das Haus da fertig wird. Ich meine, so haben wir Strom. Das sieht gar nicht, also das bewegt sich auf jeden Fall. Es bewegt sich. Es kann also nicht maximal scheiße sein. Wir brauchen ganz dringend den Förster. Ach geil, wir können den Förster schon. Wundervoll. Holzplantagen anbauen und diesen wilden, random Wuchs da entfernen, der hier sein Unwesen treibt. Und sie dreht sich doch. Es dreht sich. Ich habe nichts gesagt. Es dreht sich doch. Ja, Häuser stapeln wusste ich. Häuser stapeln ist nichts Besonderes. Aber dass man die Dinger stapeln kann, das ist krass. Das ist richtig krass. Deswegen heißt es ja Holzstapel. Ja, aber bei den normalen Bibern kannst du den nur einmal auf den Boden legen. Nee, das kann man normalerweise nicht stapeln, Chat. Ich hab einen Spielstand, der fast alles freigeschalten hat, aber halt von den Nicht-Industriebibern. Und da kannst du kannst diese Holzstapel kannst du nicht stapeln. Du hast quasi das Ding ohne das Gitter drüber. Du kannst da immer nur eins packen und das ist super schade. Es ist halt einfach andere Biber, anderer Fokus. Ich muss sagen, mir gefallen die anderen Biber besser. Oh, wir haben ein Biberbaby geboren und ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber unsere Suppe wurde in der Zwischenzeit einmal fertig und wurde ausgeleert. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Suppe fertig ist. Aber ich habe das Gefühl, diese Art der Biber, die feiern fertige Babysuppe auch nicht. Die nehmen das, glaube ich, einfach eher hin, dass da jetzt Suppe fertig wurde und machen einfach weiter mit was auch immer sie sonst so bibern. Der Biber ist schon zu 20% fertig mutiert. Ja, die plane ich da oben, die Tanks. So, jetzt geht's mit dem Essen los. Jetzt fehlt uns halt gleich der Lagerplatz, ich sag's euch. Weil wir gleich einfach viel zu viele Carrots sammeln und die dann gar nicht wissen, wohin mit den ganzen Carrots. Das wird das nächste Dilemma, ich sag euch das. Biberianische Befreiungsfront. Das klingt das, hä? Als ob man Biber von mir befreien müsste. Denen geht's großartig. Die müssen nur... Ja, ich weiß auch nicht, was sie müssen. Schneller Kinder kriegen auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen diese Brutboxen ausbauen. Ich glaube, das sollte unsere Priorität sein. Wir brauchen mehr so Suppen, damit da mehrere Biber gleichzeitig in Suppen vegetieren. Weil wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Das klingt nach klassischer Werbscher-Rechtfertigung, was du hier machst.
Ich mach gar nichts. Das Biberspiel ist echt hart. Wirklich. Also, ich habe sehr viel Respekt vor dem Biberspiel. Ich habe sehr viel Bock, es auch noch auf der schwersten Stufe zu versuchen. Aber right now bin ich nicht gut dafür. Man braucht den Forster dafür. Katniss City. Und ich habe auch einfach mehr als genug Beeren. Ich brauche keine Beerenbüsche mehr. Ich brauche Lagerplatz. Beerenbrüsche brauchen auch eine halbe Ewigkeit, bis sie anwachsen. Ergo, das ist jetzt gerade nur nicht die Priorität. Die Priorität ist jetzt gerade, meine komischen Gebärmuttertanks hier fertig zu bauen, dann einen Lagerplatz fertig zu kriegen, weil ich einfach nicht genug Nahrung gerade lagern kann und zu viel Nahrung anbaue und die dann einfach nur hier rumliegt. Und dann muss ich mich um große Wassertanks kümmern. Das ist viel wichtiger als Beerenbüsche, weil ich mit 173 Wasser die Dürre nicht überstehen werde. Gerade wenn ich irgendwie in dieser Situation ganz schwer Wasser speichern kann. Ich überlege gerade, wie man hier vielleicht irgendwie eine Art Damm erzeugen könnte. Aber das Horror. Also da müssen wir so viel bauen, damit wir hier Wasser stauen können. Das wird scheiße. Wirst du nicht bald einen Förster brauchen? Nö, ich habe hier unendlich viel Wald. Ich brauche ein bisschen mehr Wissenschaftspunkte. Wir produzieren ein bisschen zu wenig Wissen für meinen Geschmack gerade. Und deswegen zieht sich das alles. Und da, das darf ich auf jeden Fall nicht verpassen. Das nächste Mal, wenn diese Suppe fertig ist, müssen wir die abreißen und umsiedeln. Die obere Suppe. Suppe, ich dachte, das ist eine Babymaschine. Ist das nicht das Gleiche? Es ist ein Nugget, das in so einer klebrigen Konsistenz vor sich hintreibt. Und wenn man es lang stehen lässt, wachsen ihm Haare. Es ist original eine schimmelige Suppe. Wir brauchen so viel mehr Wissenschaftspunkte. Wir produzieren viel zu wenig Wissenschaftspunkte. Das ist sehr sad einfach, aber es geht viel zu langsam. Ich bin schon ein ziemlich privilegiertes Stück Scheiße, also ich bin schon ein sehr privilegiertes Stück Scheiße. Ich habe schon ein sehr, sehr schönes Leben, das ihr mir ermöglicht. Ich glaube, ich brauche nicht auch noch ein, also ist alles super süß, bin mega dankbar für den Support. Aber grundsätzlich, ich habe so viele Privilegien in meinem Leben. Ich überlebe es auch ohne September, wo noch mehr ausgerastet wird als ohnehin schon. Aber du investierst es ja in tolle Dinge wie Dogos, Pferde, Magic Computer, Käse. Eine meiner Top-Investitionen ist Käse. Ich bin sehr, sehr dankbar. Also ich mache bei sowas auch echt oft doofe Sprüche. Aber ich weiß mir bei sowas auch manchmal einfach nicht zu helfen, außer doofe Sprüche zu drücken. Weil es ist halt einfach crazy. Also wenn man überlegt, was für ein Leben ich einfach führe und dass mein Job daraus besteht, Content zu machen. Bin einfach one lucky human being. One really fucking lucky human being. Und manchmal bleibt mir da auch nichts anderes übrig, als ein paar dumme Sprüche zu klopfen, weil ich einfach ein sehr, sehr glückliches, sehr, sehr privilegiertes Leben habe. Willkommen an alle neuen Eumel. Fühlt euch ein bisschen wie diese Biber. Also ohne die komischen Nugget-Dosentanks, Suppen-Hybrid-Geschichten mit dem Flausch. Ich stelle mir die auch vor, wenn dann diese Dürre kommt, ne, so wie jetzt gerade, und alles so mega trocken ist, dann stelle ich mir da einfach auch vor, dass sich da so eine Haut drauf bildet, wie so bei warmem Kakao, der steht. Jetzt ist es richtig ekelhaft. Die Haut von Milch finde ich ekelhaft, aber Puddinghaut finde ich geil. Jetzt steht das Wasser da drüben, dieses Arschlochwasser steht jetzt da drüben, aber es steht nicht hier, wo ich es brauche. Ich will mich ja nicht beschweren, aber, das ist richtiges Backblechwasser, ja. Wann hat Milch denn Haut? Wenn du Kuhmilch stehen lässt. Aber ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie richtige Kuhhaut schmeckt. Ich hab immer noch diesen Unperfektionist, also das ärgert mich selber so ein bisschen, aber ich konnte mich immer noch nicht von Käse lösen. Da habe ich immer noch diesen, sage ich mal, unperfekten Urge, Käse zu fressen. Das bin ich einfach noch nicht losgeworden. Das wird, glaube ich, für mich auch die größte Herausforderung werden, Käse abzulegen. Aber sonst Milch und so weiter. Trink keine Kuhmilch mehr. Ich trinke halt nur noch, habe ich Kuhhaut gesagt? Käse habe ich noch keine Alternative gefunden, die mir wirklich schmeckt, beziehungsweise die sich auch bezahlen kann. Ja, fühle beide Aussagen completely. Tatsächlich, ja. Mein lieber knusprige Hähnchenhaut, das ist etwas, was ich wirklich vermisse, tatsächlich. Ich mache mich da jetzt gleich ein bisschen unbeliebt, aber ich finde, wir müssen aufhören, einzelne Konsumenten in die Verantwortung für alles Schlechte auf dieser Welt zu sehen. Wenn du schon versuchst und dich bemühst, deinen Impact zu leisten und deswegen auf Fleisch und auf so gut, also verzichtest und so gut wie möglich auf Ersatzprodukte umsteigst,
dann kannst du den Personen nicht auch noch vorwerfen, wenn sie dann von den noch nicht so vielen Ersatzprodukten, die es gibt, auch potenziell welche wählen, die hier und da nicht alles richtig machen, weil es A, nicht leistbar ist, B, nicht genug Alternativen gibt und C, es nicht die Verantwortung ist, von einzelnen Konsumenten alleine die Welt zu retten, sondern von unserer Politik Gesetze für Konzerne zu machen, an die sie sich halten müssen. Und deswegen bin ich, was sowas angeht, also ich habe nicht vor, Leute zu shamen, die versuchen, Ersatzprodukte auch von eher problematischeren Firmen auszuprobieren, weil du kannst nicht auf alles achten als Konsument. Das geht nicht. Das ist super, super, super schwierig. Und ich bin tatsächlich super dankbar. Ich bin super dankbar für jeden, der einfach sich bemüht und versucht, einen positiven Impact zu machen. Ist nur meine Meinung dazu so. Also ich versuche es und ich bemühe mich, aber du kannst halt, hast halt mittlerweile so gut wie überall Großkonzerne drinnen. Du kannst so schwer auf Großkonzerne verzichten. Das Beste, was du machen kannst, ist auf Selbstversorger machen. Aber ich wohne halt in der Stadt. Ich habe nicht mal einen Balkon, auf dem ich richtig selbst versorgen könnte. So. Ich kaufe gerne das vegane Zeug von Rügenwalder, auch wenn Rügenwalder zu Tönnies gehört. Gehört Rügenwalder zu Tönnies? Ich glaube nicht. Ich weiß nur, dass Rügenwalder selber gesagt hat, dass sie komplett, also quasi, dass sie auf lange Sicht planen, komplett auf vegan und vegetarisch umzusteigen. Und dass sie quasi in einer Art Übergangsphase gerade sind und sich stückchenweise prozentuell immer mehr Richtung vegan richten und das bis jetzt auch eingehalten haben. Ich bemühe mich, as good as I can, alles zu machen nach meinem eigenen Ermessen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann damit einen positiven Impact zu machen. Und in vielerlei Bereichen lasse ich mich echt einfach nur noch passiv mittragen. Ich habe einfach das Gefühl, ich bemühe mich wirklich. Ich versuche vegan und vegetarisch einzukaufen. Ich esse fast kein Fleisch mehr, ich esse einmal im Monat Fleisch, wenn überhaupt. Ich bemühe mich so. Ich versuche, statt, wenn ich halt irgendwie einen Termin habe, der nicht in Fußnähe ist quasi, dann versuche ich nicht mit Uber oder Taxi zu fahren, sondern mir eher einen E-Scooter zu leihen oder früher loszugehen und doch zu Fuß zu gehen. Ich versuche mit Zug zu fahren und nicht zu fliegen. Ich habe Flug komplett runter boykottiert. Ich versuche regional einzukaufen. Die ganzen Kleidungsstücke, die ich die letzten 2 Jahre gekauft habe, sind alle von irgendwelchen, also entweder Secondhand gekauft oder von irgendwelchen wirklich quasi transparenten Kleidungslabeln, zum Beispiel Ecowolf. Meine Reitsachen fürs Reiten sind von Hoofment. Das ist eine nachhaltige Pferdereitmode-Marke. Es gibt so Dinge, die kriegst du einfach nicht nachhaltig. Meine Schuhe sind zum Beispiel, meine Reitschuhe sind vom Cremer, weil einfach Hoofment keine Schuhe hat. Das Ballkleid, mit dem ich bei Kalles 50er Jahre Tanzschulfeier war, ist auch Fast Fashion, weil es gibt einfach noch sehr, sehr wenige Ballkleidanbieter, die wirklich komplett nachhaltig sind. Ich habe da einfach nichts gefunden. Ich versuch's. Ich versuch's einfach. As good as it goes so. Und du kannst nicht allein die Welt retten. Und ich versuche mich da echt einfach sehr auf mich zu konzentrieren. Ich schaue da großteils nur auf mich selber mittlerweile. Und schau einfach, was ich für mich tun kann, damit ich ein gutes Gewissen und ein gutes Gefühl dabei habe. Und versuche einfach zu ignorieren, was andere machen und wo sie sich beschweren. Und mehr kann ich nicht tun. Und versuche halt auch darüber aufzuklären im Stream. Weil du kannst alleine halt einfach die Welt nicht retten. Es ist super schade. Super hart einfach. Finde ich super. Man muss sich nicht absolut verrückt machen. Aber wenn alles ein bisschen mehr darauf achten würden, wäre schon viel geworden. Ich denke das auch. Ich finde auch, dass die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, zu den Verbrennungsmotoren viel zu spät sind. Allerdings bezweifle ich, dass mit der derzeitigen Infrastruktur die 10 Jahre wirklich realistisch sind. Zumal habe ich die Angst, dass Autofahren dann wieder zum Luxus wird und sich das nicht mehr jeder leisten kann. Ja, und zwar ohne passende Alternativen. Ne? Also ich persönlich bin ja ein riesiger Fan von diesen Konzepten von großflächigem Carsharing, wo man einfach Carsharing so billig macht und leistbar macht, dass einfach 9 von 10 Leuten kein eigenes Auto mehr haben wollen und einfach nur noch spontan Carsharing in Städten betreiben, sodass halt Autos eher was sind, was sich dann Familien holen, die Kinder haben und das wirklich viel brauchen oder Leute, die halt am Land draußen wohnen und wo es halt das halt nicht gibt. Aber ich würde halt Carsharing mega geil finden in Großstädten, so als Standardprinzip und Öffis. Carsharing und Öffis wäre ja mega geil so. I try. Ihr wundervollen Menschen, wir müssen hier gleich aufhören. Das mit den Bibern hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden mit den Bibern weiterspielen. Biberse Stream. Wir werden mit den Bibersen weiterspielen. Aber wir machen jetzt einen wunderschönen Sprung. Ich bin noch nicht offline. Bitte geht nicht. Bleibt.